Alle Kinder an diesem Projekt musische Bildung von Anfang an teilhaben können. Das wird ja jeden Mittwoch fließend mit eingebunden, dadurch, dass Marlene Bucher ja zu uns kommt in die Einrichtung und alle Kinder daran teilnehmen können. Egal welche Schicht, welche Altersklasse, alle Kinder kommen in den Genuss. Weil man ja nicht alle Kinder mit einer Stunde bedienen kann, haben wir einen Morgenkreis. Da komme ich also in zwei Gruppen nur in den Morgenkreis, jeweils so 10 bis 15 Minuten. Und da wird kurz wiederholt, was man in der Vorwoche gemacht hat. Und weil das ja früh am Morgen ist, machen wir eine kleine Stimmbildung, damit wir reinkommen. Wow, ganz unten im Keller, wir starten im Keller. Kreis beendet habe, dann gehe ich oben in die Krippen, denn die brauchen meine Zuwendung und den Anspruch am frühen Morgen, weil sonst schon wieder der Pegel sinkt. Dann haben wir die Kerngruppe. Das sind dann, ist dann eine, jeweils eine große Gruppe. Die haben so gute 40 bis 45 Minuten und da arbeiten wir richtig intensiv. Und das ist für, jeweils für die Gruppe alle zwei Wochen. Und das wechselt dann. Einmal sind die nur im Morgenkreis zum Wiederholen und dann wieder in der Kerngruppe. Klasse. Das ist ja der Bauernhof, ne? Schön. So, jetzt müssen wir starten. Dankeschön, ihr zwei. Darf ich reinkommen? Hasenkinder, das ist so ein Zwischending zwischen erwachsenen Kindern und Krippe. Die haben dann so 20 Minuten, halbe Stunde. Und die, es ist eine ganz kleine Gruppe. Ja, und dann ist der Vormittag voll und ich bin dann geschafft. Aber dank der Mitarbeit hier, der Erzieherin und des ganzen Kollegiums, ist das ein ganz tolles Arbeiten, muss ich wirklich sagen. Wenn Marlene kommt, die sind immer hellauf begeistert. Ich denke, das sieht man ja auch im Alltag, wenn die dann nach zwei Tagen immer noch das Lied singen, was wir mit Marlene gesungen haben. Da schauen wir uns mal richtig um. Ja, 1, 2, 3, 4 und viele Bums. Hip, hurra, Zirkus kommt gefahren. Tralala,
buntes Volk in Scharen. Ich merke auch an unseren Kindern, wenn die da zum Beispiel so über den Flur hüpfen, dass sie dann ein Lied summen oder ein Lied singen. Tief im Wald, das Partytime, Partytime, Partytime. Alle Tiere wollen bei der Party sein, zur Partytime heute Nacht. Alle Tiere wollen bei der Party sein, zur Partytime heute Nacht. In jeder Gruppe ist jemand, der die Gitarre spielt oder die Flöte spielt oder ein Akkordeon spielt. Und somit wird das auch richtig in der Woche umgesetzt. Und der Instrumentenschrank steht vorne in der Eingangshalle. Und wie die Leiterin Frau Trimpe mir sagte, wird der auch rege benutzt. Und das spürt man ja auch. Also die Erzieherinnen setzen die Instrumente wirklich ein. Und das hört man dann. Ist ja klar. Also ich komme nie hier an und es ist nichts passiert. Hier ist immer Musik, jeden Tag. Man merkt halt, dass die Kinder, wenn man eine Gitarre dabei hat oder wenn man ein Akkordeon dabei hat oder eine Flöte, dass die Kinder ganz anders mitmachen, viel mehr dabei sind. Und man ist ja auch irgendwo Vorbild und man will ja auch, dass die Kinder ein Vorbild haben, auch denken, so, das finde ich toll, Gitarre spielen. Und deswegen denke ich, machen das auch hier alle.